Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Metro 2033. Ja, im letzten Part, in der letzten Folge, sind wir hier in der Waffenkammer gelandet. Nachdem wir erstmal weggelaufen sind, weil irgend so ein Typ durchsucht worden ist. Naja, keine Ahnung. Und jetzt haben wir, wie hieß der nochmal? André, der Waffenschmied. Glaube ich zumindest. Ah, er hat uns gefunden und davor gerettet zu sterben. Und uns ein bisschen getan. Naja, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Der weiß auf jeden Fall, was gut ist. Viele in der Metro hassen die Roten, weil sie Angst vor ihnen haben. Die Roten leiden ständig Hunger, obwohl sie rund um die Uhr arbeiten. Man sagte ihnen, dass sie für eine bessere Zukunft arbeiten, aber Jahr für Jahr verschlechtert sich ihr Leben immer weiter. Sie kämpfen mit Hingabe, als wenn sie überhaupt keine Angst vor dem Tod hätten. Und ihre Kommandanten werfen sie einfach weg, stapeln ihre Leichen auf, feindliche Waffenstellungen zu blockieren. Sie verbringen ihr Leben, als wenn sie unsterblich wären. Aber sie sind sterblich und sie sterben. Vor Erschöpfung, an Überarbeitung, durch Schüsse, die von ihren Feinden und ihren eigenen Kommissaren abgegeben werden. Die Befehle haben, jeden zu erschießen, der die Flucht antritt. Man sagt ihnen, dass sie überlegen seien, dass sie aus Stahl seien, nicht aus Fleisch. Und deshalb habe ich Mitleid mit ihnen. Wofür leben sie und sterben sie? Die Idole der Vergangenheit sind längst tot. Aber man sagt es ihnen nicht. Die Sprüche, mit denen sie kommunizieren, sind der heutigen Welt bedeutungslos. Man verbietet ihnen zu reden oder auch nur frei zu denken. Jeder, der Fragen stellt, ist ein Verräter. Jeder, der sagt, dass das Leben außerhalb der roten Linie besser sei, ist ein Spion und Saboteur. Sie müssen alles Menschliche an sich verbergen und wie alle anderen werden. Aber es gibt hier auch Leute wie André den Schmied. Leute, die es ablehnen, die Hoffnung aufzugeben und ausharren. Wenn ich in seiner Haut stecken würde, wäre ich längst abgehauen. Warum ist er noch hier? Hat er Angst, auf der Flucht erschossen zu werden? Ui, eine schöne Uhr. Das müsste, glaube ich, der Big Ben sein oder sowas in England, oder? Oh. Ich kann leider kein Russisch. Würde ich aber gerne lernen. Ich mag Russisch. Ich mag die Sprache sehr gerne. Ah, okay, dem geht's gut. Dankeschön. Hallo. Der schläft wahrscheinlich. Hallo. Niemand zu Hause. Hallo. Und da waren wir vorhin noch. Unsere Sicherheit ist hier an Sie. In der Station wimmelt es von Spionen, die terroristische Handlungen planen. In jeder Gasse lauert ein Saboteur, sag ich dir. Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangsstelle mit Steigensperren versehen. Nicht einmal eine Maus kann durch. Was ist mit der Oberfläche? Was ist damit? Diese Teufel könnten sich von oben heranschleichen und angreifen. Und bis dahin zermürben uns ihre Spione und bereiten die Invasion vor. Sehr gut. Alle Neuankömmlinge werden in ihre Käfige geschickt, bis sie freigegeben werden. Auf diese Weise können wir Verdächtige aussortieren. Nur für autorisiertes Personal. Okay, danke.
Das sieht ja selber aus, wenn er immer geschlagen wird. Das ist ein bisschen Alien-Gesichtszüge, muss man schon mal sagen. So. Ah! Medipacks für das Messer! Kommen Sie, schauen Sie! Probieren Sie aus und kaufen Sie! Was gibt's denn hier? Der Zug fährt pünktlich ab und wartet nicht auf dich. Hübsche Waffe! Sie werden den Kauf nicht bereuen! Ein genaues und leistungsstarkes Sturmgewehr, das sich besonders für Kämpfe in mittlerer Entfernung geeignet. Die etwas geringe Mündungsgeschwindigkeit verursacht zwar weniger Lärm, das Geschoss fällt aber früh zu Boden. Für Sie! Einfach kaufen und schießen! Ja. Okay. Nehmen Sie sie! Ist die letzte! Schalldämpfer, auf jeden Fall. Und Laser. Laser, auf jeden Fall. Und... ja, ich würde sagen, dass wir im Rotpunktvisier auf jeden Fall drauf machen. Noch mehr kann ich nicht verkaufen. Der Rest ist reserviert. Einverstanden. Auf jeden Fall sind wir komplett ausgerüstet. Hallo. Der gönnt sich erstmal. Patronentausch. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Kommen Sie später okay. Wieder. Noch mehr kann ich nicht verkaufen. Ja, wir brauchen auch nichts mehr. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Artyom. Ja, es gibt ja in 2 Tagen Bücher, ne? Ja. Okay, mach ich, André. Ich lag mit André nicht falsch. Ich habe ihn nur gewaltig unterschätzt. Er hat keine Angst vor der Flucht. Er macht nur Dinge, die man wesentlich mehr Mumm braucht. André hilft anderen bei der Flucht aus der roten Linie und riskiert minütlich sein Leben. Er und seine Freunde haben viele Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. Durch ein Netzwerk auf verlassenen Gängen und vergessenen Tunneln, von denen die Roten noch nichts wissen. Die Flüchtlinge nehmen im wahrsten Sinne des Wortes die U-Bahn, um vor der roten Linie und der Metro zu entkommen. Doch für mich macht's André das umgekehrt. Ich muss zur Front. Das endlose Kriegs zwischen roter und Linie, von roter Linie und Reich gelangt. Ich nehme den Zug, der eine frische Ladung Kanonenfutter in den Flyerschwolf schickt. Der wichtige Teil ist es, zu wissen, dass man abspringen muss. Okay, kann ich schon sagen. Mach mal das. Was ist das eigentlich für Mucke? Ah, guck mal. Artyom. Ja. Siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Danke, dass du mir das Buch vom nächsten Teil mit reingepackt hast. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Ja. Wir gehen. Hey, André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Okay, aufladen! Aufladen! Alles okay. Jetzt liegt es an dir.
viel Glück. Leise sein. Achtung! Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Monette hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Mhm. Sogar einen Karma-Punkt hat es gegeben. Sich von ihren Kriegen erheben und vorwärts marschieren.
Marxismus ist das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels. Die Partei lehrt in der Viellinie. Also so viel zur Unterhaltung. Ruhe! Zusammenreißen! Nina! Hier ist mein Lohn. Ich fürchte, er wird nicht lange reichen. Dann sind wir erledigt. Genug geredet! Raus jetzt! Aufstellung nehmen! Viele Männer verloren, ohne einen Zentimeter voranzukommen. Angriff, Gegenangriff, Angriff. Kein Ende in Sicht. Warum? Weil wir zu schwach sind. Zu viele Verräter, zu wenige, die glauben. Aber warum stürmen wir sie mit dem Kopf voran? Warum auf den Brücken? Es besteht keine Chance, die Linien der Faschisten hier zu durchbrechen. Du und ich wissen, dass es unter dieser Brücke einen Weg gibt. Warum wissen unsere Kommandanten das nicht? Wir könnten Hunderte von Leben retten, wenn wir den Weg genommen hätten, um die Faschistenschweine von hinten zu erlegen. Sieh mal, Kajic. Wir sollten diesen Weg erkunden. Denk an den Schaden, den wir anrichten könnten. Ein Nachtangriff von hinter der Linie. Für diese Scheiße würden die uns Orden geben. Aufklärung ohne Befehl? Dafür gibt's keine Orden. Eine Kugel in den Kopf. Wenn das Kommando es so will, dann machen wir das. Bis dahin halten wir die Klappe und rauchen uns eine Held. Zum Tode verurteilt. Moment, hören Sie! Mein Freund, ich zieh mal durch. Keiner mehr sehen kann. Okay. Hm.
jetzt lang, aber ich wusste auch gar nicht, dass es hier auch lang geht. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Viele Männer. Wenn wir außen rum gehen, dann haben wir gar keine Männer. Dann treffen wir auf keinen Widerstand. Das wäre natürlich besser, ne? Okay. Bleiben wir dabei, wir werden unten rumgehen. Hier unten wird niemand nachsehen, ob wir hier sind oder nicht. Und es gibt hier noch ein paar Karma-Punkte. Da brauchen wir. Okay, die haben mich doch gesehen. Reich. Da haben wir dann wohl ein paar von den Faschisten. Zurück oder weiter, wie man es halt eben jetzt nennen mag. Okay. Es tropft immer von oben runter. Deswegen ist hier wahrscheinlich auch die Strahlung so hoch. Wir brauchen die Maske. Oh, warte mal. Da habe ich auch was gesehen. Da habe ich auch schon wieder was gesehen. Da gibt es noch was. Okay, die wissen auf jeden Fall, dass man hier unten lang kommt. Aber es rechnet keiner damit. Können wir vermutlich auch. Nein, nicht ausziehen. Du sollst den Filter wechseln. Artyom, wechsle Filter. Das hat mir vermutlich dann noch unbemerkt bei den Faschisten in die Station kommen können. Thank you.
Unten bleiben! Wag es nicht, mich anzusehen! Ich sagte, du sollst unten bleiben! Vielen Dank, Genosse. Ich habe gehört, dass ein Ranger in der Nähe ist. Gute Arbeit. Ich werde nicht fragen, was dein Auftrag hier ist. Wir gruppieren uns neu und ziehen uns zurück. War mir eine Ehre, dich zu treffen. Und vielen Dank nochmal. Bitteschön, ich bin aber kein Ranger. Scheint das Licht ausmachen. Ja, zwei Leute weg. Aber vor dem muss man aufpassen, weil die sind gepanzert. Oh oh. Wo wir schon so dabei sind, mach mal den hier. Oh, da sind noch mehr.